Auch hier muss es wieder weitergehen. In The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir den Stahlhammer erhalten. Und ich denke, dieser Part, den werde ich jetzt wieder ein bisschen kürzer gestalten. Weil der letzte Part, der ging jetzt 24 Minuten. Ist schon ein bisschen heftig, ne? Komme ich da rüber mit einem Sprung? Komme ich da rüber mit einem Sprung? Ich mag es zu bezweifeln. Ich gehe nochmal zurück. Zuallererst werde ich mal dieses Ding hier runterhauen. Ja gut, ich muss es versuchen. Der Schalter sieht verrostet aus. Oh Gott, Captain offensichtlich wieder. Nee, ich muss es versuchen. Ich muss darüber kommen. Für Zelda! Oh nein! Toll, was mache ich jetzt? Gott, oh Gott. Moment. Time out. Da hat, glaub, gerade Navi geblinkt, ne? Ja, in der Tat. Vielleicht kann ich durch die Ocarina der Zeit den Zeitenstein hier herholen. Oh Gott, bitte funktionier. Bitte funktionier. Es funktioniert nicht. Jetzt vielleicht. Ey, bitte, sag mir nicht, dass ich das jetzt versaut habe. In der Tat, ich hab's versaut. Fucking fuck shit. Nein. Ist das zum Kotzen? Wie soll ich da drüber kommen, hä? Kerle, seid ihr witzig, ohne. Also der Dungeon, der regt mich immer mehr auf, ganz ehrlich. Ist zwar halb so schlimm wie dieser Wassertempel, aber der geht mir auch auf die Nerven, der Tempel. Scheiß Gegner. Ja toll, das war's jetzt noch. Ich verreck hier noch. Das wird wahrscheinlich noch so weit kommen. Ich sehe es jetzt schon. Trich und verrecken. Wie zur Hölle komme ich darüber? Alles muss ich versuchen, alles. Es hat funktioniert. Da brat mir einer einen Storch. Ja toll, jetzt hat's funktioniert. Moment, jetzt lass mich auch richtig rein drauf fallen. Und kann hier rüber. Yes! Boom! Gott, oh Gott, war das jetzt wieder eine Qual, ey. So, bla bla bla, die Qual nahm ein Ende, du hast mich gerettet, Halleluja. Ich vertraue dir etwas an. In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue. Sie verbirgt eine Tür. Mit dem Relikt der Goronen kannst du auch dieses Problem lösen. Ich glaube, ich rieche das Ende von dem Dungeon. Riecht ihr es auch, Leute? Riecht ihr es auch? Es ist wie eine Sommerbrise. Der kleine Schlüssel. Ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Und es kann sein, dass es mich jetzt den Tod kosten könnte. Eher mein Leben kosten könnte. Das ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal. Es wäre sogar vielleicht intelligenter, jetzt abzukratzen. Stimmt. Ich werde abkratzen. Ich werde jetzt abkratzen, ist mir egal. Kratz ab, Link. Guter Junge. Das erspart mir Weg. Das erspart mir Weg, Leute. Das ist mir egal. Nö.
Ja. Jetzt sind wir wieder am Anfang und da können wir nun diese Scheiße entfernen. Nerv nicht. Okay. Auch hier können wir jetzt endlich durch. Scheiße. Oh Mann. Dumm Gegner, ey. Ihr nervt. Bleib stehen. Tierquälerei. Oh, du Scheiße, du lebst ja immer noch. Boom. Alle Gegner eliminiert und die Tür öffnet sich. Kriege ich jetzt bitte meinen Schlüssel? Nein. Ach, ihr seid doch scheiße. Schnell, schiebt mich weg. Fernangriff ist immer die bessere Möglichkeit. Und dahinter ist noch was. Oder? Nee. Nee, da war nix. Okay. Oh nein. Meine Herzen klingeln. Scheiße. Pah, als ob ich dir die Möglichkeit gebe. Dekonüsse. Bringt nichts, okay. Stirb. Noch ein Treffer. Ein Gegentreffer brauchen wir noch. Sollte halt mal Lippen treffen! Rücksprung, gut! Okay, gut gemacht, Link. Uah. Das ist nicht der Schlüssel. Doch, das ist ein Schlüssel, oder? Das müsste ein Schlüssel sein. Ne, ist ein Bomber. Okay, ja, das könnten wir auch gebrauchen. Warum nicht? Oh, Gott sei Dank, ich riech. Oh, ja. Oh, oh, oh. Oh, endlich, ey. Endlich hat diese Scheiße auch ein Ende. Damit erhalten wir den Master Key. Und auch der letzte Corone wurde gerettet. Guti. Goodie, goodie. Raus mit uns, raus mit uns. Und gehen wir zum Boss. Wir müssen wohl ein paar Volvagia-Ärsche versuchen, ne? Und ich krieg doch Herzen. Okay, das habe ich schon gedacht. Das wäre jetzt schon ein bisschen mies gewesen, keine Herzen zu bekommen. Und das ist der Vagina. Fail. Oh ja, toll. Ihr seid wieder zurück, ne? Ja, gut. Soll auch vorkommen. Soll auch vorkommen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir auch. Für ein zügiges Ende. Halleluja. Puh. War das zum Kotzen, Leute? Aber es hat Gott sei Dank ein Ende jetzt. Der
Feuertempel ist zwar nur halb so schlimm wie der Wassertempel, aber trotzdem nervt er einen. Vor allem, wenn man keine Bomben hat. Aber Gott sei Dank kommt jetzt der Boss Volvagia. Der Subterranel-Lava-Drachoid. Ich würde sagen, jetzt machen wir gegrillter Drache aus. Über Volvagia gibt es noch was zu sagen, und zwar, dass es zwei Stufen, in Wirklichkeit zwei Volvagias gibt. Und zwar diese Art von Volvagia. Ja, und also diese fliegende Art von Volvagia und die Volvagia-Art, dass sie nur aus dem Boden rauskriecht. Das sind zwei verschiedene Volvagias, Leute. Nicht ein dasselbe. Boah. Ich werde gleich sterben! Scheiße. Jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Scheiße. Jetzt müssen wir sterben. Ich sehe es jetzt schon. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben, Leute. Wir werden sterben. Wenn ich mich jetzt saudoof anstelle, werden wir sterben. Und irgendwas sagt mir, ich werde mich sauber anstellen. Hört jetzt mal endlich auf. Stopp, bitte. Bitte stopp. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Stopp, Volvagia Nummer 2. Ich habe jetzt gerade wieder so Herzrasen, Leute. Komm schon. Yes, er ist tot. Yes, yes, yes. Knappes Rennen, Volvagia, das muss man gesagt haben. Und auch ein fairer Kampf von dir. Aber... ich bin besser. Jigoku Nio Chibi. Verbrenn in deinem Geiz, in deiner Macht. Kaboo. Ja, das war's jetzt. Da möchte ich jetzt noch schauen. Das war einmal Volvagia. Und Herzcontainer für mich. So. Und jetzt raus aus dieser Flammhölle. Welch schönes Flammenspiel. Aber das hat ein Ende. Wir haben den Kampf gewonnen. Und wir sind wieder in der Halle der Weißen. Dank sei dir, mein Bruder. Ich weiß... das, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank, auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich, Darunia, offenbare mich dir als eine der sieben Weisen, der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet, hä? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kräfte der Geister des Feuers und der Freundschaft.
Coole Sache, Bro. Coole Sache. Wir erhalten das Feueramulett. Gott sei Dank haben wir es geschafft. Das Amulett des Feuers. Daunia gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt seine Kraft. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. Das ist wahr. Das ist wahr. Gut, haben wir das erledigt. Ich würde vorschlagen, wir verschwinden. Und ich denke, man sieht sich dann offscreen wieder in dem nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich brauche jetzt eine Pause. Wo wir uns sehen werden, habe ich noch keine Ahnung. Man wird es einfach dann sehen, Leute. Also dann, Leute, ciao, ciao. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Part.